Willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ja, Asterix und Obelix befinden sich hier auf dem verschneiten Gipfel der Alpen, den wir im letzten Part durch Klettern und durch Höhlen erklommen haben. Aber zunächst einmal ein paar Änderungen, die ich vorgenommen habe. Zum einen ist es mir gelungen, die Aufnahme so zu bearbeiten, dass man das Video später so sieht, wie ich hier beim Zocken und nicht zusammengequetscht auf 4:3 oder so. Und zum anderen habe ich mir überlegt, an meinen Kommentar etwas aufzupeppen. Ja, weil ich habe ihn jetzt selbst im letzten Part als langweilig oder teilweise langweilig bezeichnet. Und zum anderen habe ich mir ein paar Kritiken eingeholt. Ja, und hab mir überlegt, was könnte man dann noch so alles erzählen. Ja, ich könnte natürlich erzählen, woher diese Landschaft kommt. Denn die Entwickler haben das ja nicht einfach von ungefähr aus den Ärmeln gezogen, sondern haben sich da auch an den Asterix-Heften orientiert. Und natürlich basiert Helvetien hier auf dem Band Asterix bei den Schweizern. Was ist denn jetzt hier los? Ach, diese blöden Ohrstäbchenfinger. Lasst ihr mich jetzt mal vorbei? Oder muss Idefix euch beißen? Ja, die Location hier basiert natürlich auf Asterix bei den Schweizern, dem Band. Und auch da müssen Asterix und Obelix die Alpen erklimmen. Und natürlich, um ein Edelweiß zu pflücken, was wir hier im Spiel zwar nicht machen, aber die Alpen überqueren wir trotzdem. Die Brücke im letzten Part sollte wohl auch die sein, die Asterix und Obelix im Genfer See überqueren, beziehungsweise nicht überqueren, denn sie schwimmen durch den See. Ja, und bevor ich jetzt weiter rede, lassen wir doch erstmal den Informant hier quatschen. Ah, mir fällt da gerade was ein, aber das scheint hier wirklich nicht zu sein. Weil ich habe das gar nicht gezeigt. Und zwar in der Normandie gab es immer wieder und überall solche eingefrorenen Römer. Ja, die gibt es hier scheinbar nicht, auch wenn hier Schnee und Eis liegt. Naja, schade. Okay, dann lassen wir doch erstmal den Informant quatschen. Viel Spaß. Ich habe eine wichtige Information erhalten. Ein Legionär hat mir anvertraut, dass vor weniger als 3 Tagen ein goldener Lorbeerkranz nicht weit von hier versteckt wurde. Du musst ihn finden. Achtung, Rutschgefahr. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Na, dann wollen wir mal. Eine solche Rutschpartie kommt übrigens auch in besagtem Asterix-Band vor. Es bietet dort einfach die schnellste Möglichkeit, um wieder ins Tal zu kommen, nachdem die beiden das Edelweiß gepflückt haben. Aber warum pflücken die beiden überhaupt ein Edelweiß? Ja, das liegt daran, dass die beiden zur Abwechslung mal, oder die Gallier helfen zur Abwechslung mal den Römern, oder besser gesagt einem bestimmten Römer. Ah, Mist. Jetzt habe ich diese Sprungschanze nicht geschafft. Egal, machen wir weiter. Ja, und zwar den Questor Claudius Incorruptus, der als Steuerprüfer nach Condate geschickt wurde, um da dem steuerhinterziehenden Statthalter Agrippus Virus und seinem Steuereintreiber Gaius Rafcus auf die Finger zu fühlen. Ja, denen gefällt das natürlich gar nicht. Vor allem dem Statthalter, und der lässt den
Steuerprüfer kurzerhand einfach vergiften, beziehungsweise er macht das selbst. Ja, und... Aber der Steuerprüfer, der Questor, hat natürlich eine blendende Idee. Er lässt den gallischen Druiden schicken. Du hast es nicht geschafft, die erforderliche Anzahl an Helmen einzusammeln. Ja, habe ich nicht geschafft, ich weiß es. Versuch's noch einmal, wenn du ein Geschenk haben möchtest. Ja. Du solltest vielleicht das... Ja, mache ich. Okay, dann müssen wir jetzt wieder hoch mit diesem hier. Das andere transportiert und so weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, der Questor lässt nach den Galliern schicken. Und die Gallier wollen ihm helfen. Und um ihm zu heilen, brauchen sie ein Edelweiß. Und während Miraculix dann dem... nicht hilft, sondern ihn beschützt, den Questor, er nimmt ihn mit ins Dorf, um ihn vor weiteren Intrigen des Statthalters Agrippus Virus zu schützen, nimmt er ihn mit ins Dorf und Asterix und Obelix besorgen die Zutaten für die Medizin und ich schaffe es wieder nicht darauf zu kommen, irgendwas läuft hier falsch. Naja, ich glaube, ich unterbreche das hier einfach mal. Wir sehen uns gleich oben wieder. So, hier mitten im Geschehen. Und jetzt Konzentration. Das gibt's nicht. Ich glaube echt, ich spinne. Und es hat schon wieder nicht geklappt. So, und ja, ich bin auf die Rampe gekommen, aber ich habe den Multiplikator nicht erwischt. Hoffentlich reicht das. Ja, ich habe hier mindestens noch 7 weitere Aufnahmen gehabt. Und jedes Mal hat es nicht geklappt. Ich werde es nicht alle zeigen. Oh weh, hoffentlich klappt das jetzt. In einer Aufnahme hatte ich dann die Rampe erwischt, allerdings dann doch nicht genug Helme eingesammelt. So. Naja, ich weiß nicht, 1200 Helme könnte klappen. Mal sehen, hier war noch ein Multiplikator. So, dann hat es auch geklappt. Und was passierte? Ja, ich war stark angeschlagen und gegen die Kugeln gerauscht. So, und jetzt bleibt der Zähler wieder bei 1373 Helmen stehen. Das reicht natürlich wieder nicht. Du hast es nicht geschafft, die erforderlich... Versuch's noch. Okay, dann sehen wir uns vielleicht oben wieder. So, und wieder an der Rampe, die uns hier raufbringt und wir haben es geschafft. Ja, es ist blöd. Ich habe das jetzt schon zum wievielten Mal gemacht. Und andauernd hat es irgendwo gehangen. Entweder habe ich nicht genug Helme gekriegt, ich habe einen Multiplikator zu wenig eingesammelt oder einen von den großen Helmen zu wenig. Aber wenn ich mir das jetzt hier betrachte, dürfte es diesmal doch reichen. So, und ich werde übrigens auch nicht alle Fehlversuche zeigen. Ein paar sind auch nicht richtig aufgenommen worden. Da werde ich wohl eher einen Teil davon zeigen. Mal gucken. Ich muss das irgendwie zusammenschneiden. So, und ja. Hier war vorhin auch einmal eine Stelle, da hatte ich es geschafft. Und eine tolle, da ging mir das Leben kaputt. Bravo. Ja. Die Zahl stimmt. Wird auch Zeit. Es wäre wirklich ungeheuer nervend, sich wieder jedes Mal dem sein, du hast es nicht geschafft, anzuhören. Okay. Ich hoffe, mein Kommentar hat sich gebessert.
Obwohl. Schauen wir mal. Okay, diese Plattform bringt uns hier zum nächsten Endgegner. Wieder eine Maschine von Caesar. Die kommt aber in einem Extra-Part. Macht's gut und ciao.